So, einen schönen guten Abend allerseits. Herzlich willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Jan-Philipp Albrecht, einer der beiden Co-Vorstände hier der Stiftung. Der andere Teil, die andere Co-Vorständin, sitzt hier vorne und wird diesen Abend heute Abend beschließen. Ich freue mich, dass Sie alle hierher gekommen sind, dass ihr alle hier seid und dass wir auch schon die Gelegenheit hatten, in dem Gespräch eben einiges mitzunehmen aus der Ausstellung, die wir gerade hier haben. Das Thema ist interessant genug, um relativ viele Leute herzuholen. Das ist im Moment gar nicht so einfach, wenn man gleichzeitig auch einen Stream anbietet. Insofern auch herzlich willkommen an diejenigen, die im Stream dabei sind. Wir sind in einer Situation, in der wir im Moment an Tag 503 des Vernichtungskriegs Russland gegenüber der Ukraine sind. Wobei man auch sagen muss, es sind eigentlich relativ genau 9 Jahre, die dieser Krieg schon anhält. 9 Jahre Krieg, der von Anfang an gekennzeichnet war von vielen Verstößen und auch Verbrechen. In wenigen Tagen jährt sich auch zum 9. Mal der Abschuss eines zivilen Flugzeugs durch eine russische Bodenluftrakete, bei der 298 Menschen ums Leben gekommen sind, Zivilisten. Das haben die niederländischen Ermittlungsbehörden jetzt klargestellt. Und das sind Ereignisse, deswegen erwähne ich das hier, die bei der Vielzahl der Ereignisse, die in diesen 9 Jahren stattgefunden haben, manchmal in ihrer Bedeutung und in ihrer Massivität untergehen. Genauso wie die Tatsache, dass es in den Jahren 2014, im Jahr 2014 bereits mehrere Berichte des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte über massive Menschenrechtsverletzungen in den damals dann bereits schon von russischen Separatisten besetzten Gebieten gegeben hat. Und das hat seither nicht abgerissen. Es hat mehrere Waffenstillstandsverträge gegeben, die immer wieder gebrochen wurden und dann eben seit dem Februar vor jetzt 1,5 Jahren massive Invasion mit Kriegsgerät in einem Krieg, in dem eben auch weiterhin sehr viele Kriegsverbrechen stattfinden. Das zeigt, dass es hier um mehrere Perspektiven geht, die zusammenkommen. Das erste ist der Mensch und die Menschen, die betrachtet werden müssen, sowohl in Konflikt- als auch in Kriegssituationen und auch dort, wo sie möglicherweise eben mitgefangen sozusagen sind oder mit eben erwischt werden, Zivilistinnen und Zivilisten in Kriegen. Das zeigt aber auch, dass es um ein Thema geht, das die Frage ist, wie begegnet man eigentlich solchen kriegerischen Aktivitäten? Diese Frage stellt sich immer mehr heutzutage. Und wenn wir zum Beispiel über das Thema der Streubomben reden, die in diesem Konflikt schon lange eingesetzt werden, dann können wir auch zum Beispiel über Waffen wie thermobarische Waffen reden, Waffen, die massive Zerstörung anrichten, die für die Menschen heftig sind, wo erst sozusagen der Druck tötet und dann die Feuerwelle. Waffen, die gegen die Zivilgesellschaft gerichtet sind, gegen die Menschen in einem Krieg. Wir können darüber reden, dass auf der Krim zum Beispiel schon relativ früh die dortigen Separatisten zugegeben haben, dass sie die Zivilbevölkerung als menschliche Schutzschilde eingesetzt haben. Das sind alles Situationen in Kriegen, die eine große Rolle spielen für die Betrachtung, wie gehen wir eigentlich mit den Kriegen, mit Krieg um und wie reagieren wir auch darauf. Und natürlich müssen wir darüber reden, wie kommt es eigentlich zu solchen Situationen. Und wenn wir uns mit Menschen wie zum Beispiel Wladimir Putin beschäftigen, dann beschäftigen wir uns mit jemandem, der über Jahr und Tag seiner Präsidentschaft und schon davor immer wieder sehr deutlich gemacht hat, was sein Ziel ist, dass es ihm darum geht, dass zum Beispiel die Ukraine kein selbstständiges, eigenständiges Land sein darf. Dass es ihm darum geht, dass es ein Teil eines russischen, zumindest Verbundes bleibt und ist. All das spielt eine Rolle. Und die Frage, wie gehen wir eigentlich mit diesen Personen um, die solche
Vorstellungen haben und die Mindeststandards unserer internationalen Ordnung, die gemeinsamen Standards, die wir entwickelt haben, über viele Jahrzehnte hinweg auch aus den Erfahrungen unserer Geschichte heraus für sich selbst interpretieren oder gar missachten? Und welche Antworten können wir, und das ist der Aufhänger des heutigen Abends und soll deswegen auch im Mittelpunkt stehen, aus einer feministischen Perspektive auf diese Fragen finden? Antworten, die möglicherweise neue Anknüpfungspunkte bieten, um diesen schwierigen Fragen unserer Geschichte, aber auch dieser Zeit zu begegnen, die möglicherweise neue Perspektiven, aber auch Lösungen aufbieten, die uns vielleicht weiterführen, die den Blick weiterwerfen, vielleicht auch den Blick erweitern. Also die Intersektionalität betonen. Das heißt also, der Blick auf ein Thema eben auch aus einer Perspektive, wie sie eben dezidiert feministisch ist oder eben einer Perspektive, wie sie eben auch dezidiert postkolonialistisch ist und so weiter und so fort. Diese feministische Perspektive ist für uns als Stiftung eine, die zentral ist, dass wir sie weiterentwickeln. Und deswegen auch der heutige Abend mit dem besonderen Blick auf diesen Konflikt und wie wir in dieser Situation daraus lernen können und auch weiter voranschreiten können. Und natürlich ist es von besonderer Bedeutung, dass auch die Bundesregierung und die Außenministerin Annalena Baerbock genau das auch sich selbst auf die Fahnen geschrieben hat und nicht nur darauf, sondern auch in ein entsprechendes Dokument der Strategie zur feministischen Außenpolitik und den Blick eben zum Beispiel auf die Stärkung der zivilen Krisenprävention, der humanitären Hilfe im Wege von zivilgesellschaftlichen Akteuren, den Blick auch auf den Opfern, den Betroffenen in Kriegen, der Unterstützung derer, die eben besonders betroffen sind von kriegerischen Auseinandersetzungen, so wie es auch eine UN-Resolution einfordert, und der Blick darauf, wie die besondere Unterstützung eben auch von feministischen Perspektiven in Krisen- und Kriegssituationen weiter bestärkt werden können. All das weiter zu stärken, daran zu arbeiten, das muss im Zentrum stehen. Und sicherlich geht es dabei auch, und das ist gerade aktuell auch wieder eine Auseinandersetzung, um die Frage, wie viel Mittel stehen auch für diese Möglichkeiten zur Verfügung. Und da muss ich sagen, gilt auch mein Dank unserer Außenministerin, dass sie in diesen schwierigen Haushaltsverhandlungen gerade für diese Themen hart offenbar gestritten hat, wie es der aktuelle Entwurf für den Haushalt jetzt zeigt. Auch wenn klar ist, dass leider immer noch viel zu wenig investiert wird im Vergleich zu dem, was wir auf der anderen Seite richtigerweise auch in militärische Mittel, die immer noch notwendig sind, stecken. Und auch das ist ein Teil der Diskussion, die wir heute führen wollen. Ich freue mich auf die Diskussion, nochmal auch darauf, dass so viele hier gekommen sind. Und natürlich einen herzlichen Dank von meiner Seite schon an all jene, die jetzt reden werden. Und ich gebe jetzt an eine ab, die die Moderation übernimmt, nämlich Leila Al-Azubaidi, und freue mich auf den Abend. Herzlichen Dank. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Vielen Dank, Jan, für die Begrüßung und für die Einleitung. Wir freuen uns natürlich sehr, dass das Interesse so groß ist und dass Sie so zahlreich hier sind. Mein Name ist Leila Al-Zubaidi. Ich leite stellvertretend die internationale Abteilung hier in der Stiftung. Und ich freue mich sehr, diesen Abend moderieren zu dürfen und unser Panel zu begrüßen. Ich möchte auch direkt einsteigen. Wir haben nicht so wahnsinnig viel Zeit und ich möchte nicht viel Zeit wegnehmen von unseren Panelistinnen und Panelisten. Eine davon wird zugeschaltet. In der Mitte hier sitzt Oksana Potapova. Sie ist Gender- und Friedensforscherin an der London School of Economics und Frauenrechtsaktivistin. Sie ist im Ukrainian Feminist Network engagiert und Erstunterzeichnerin des Appells der Ukraine Solidarity Campaign vom Mai diesen Jahres. Auf diesen Appell wollen wir später auch eingehen. Dann zu meiner Linken Merle Spellerberg, ist Mitglied des Bundestags, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sie ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, im Verteidigungsausschuss und im Unterausschuss Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung. Wir hoffen, alles ist okay da hinten. Christoph Bongard leitet den Bereich Kommunikation und Politik im Forum Ziviler Friedensdienst e.V. und ist außerdem Co-Vorsitzender der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung. Und Inna Sovsun, auf dem Bildschirm zugeschaltet aus der Ukraine, ist Abgeordnete der Werchowna Rada der Ukraine Holos-Fraktion. Sie war Vizeministerin für Bildung und ist Dozentin für Politikwissenschaft in der Kiew Mohyla Academy und Vizepräsidentin der Kiew School of Economics und in verschiedenen politischen Initiativen für Geschlechtergerechtigkeit und LGBTIQ+-Rechte aktiv. Ganz herzliches Willkommen an euch alle, an Sie alle. Oksana, ich würde gerne mit... Oksana, ich würde gerne mit dir beginnen, mit einem Blick aus der Ukraine. Du hast schon lange vor dem 24. Februar 2022 dich mit dem Krieg im Donbass befasst und mit Frauen vor Ort gearbeitet. Du hast auch die Initiative Theater for Dialogue gegründet. Uns würde natürlich sehr interessieren, wie sich deine feministische Arbeit und auch dein feministisches Selbstverständnis eventuell seit Beginn der groß angelegten Invasion verändert hat. Hat sich etwas verändert und wenn ja, wie? Vielen Dank. Guten Abend alle zusammen. Ich bin sehr aufgeregt und ich bin sehr dankbar, hier zu sein. Für mich ist es eine Ehre und eine Verantwortung zugleich, hier heute zu sprechen über die Ukraine, über den ukrainischen Feminismus, über Community LGBTK+ und darüber, wie unser Verständnis von Frieden sich verändert. Ich sehe hier im Raum viele bekannte Gesichter. Die Menschen, die ich seit 2014 kenne, wir haben zusammen gearbeitet. Wir haben versucht, vorzubeugen. Wir wollten diese Gewalt stoppen in meinem Land und auch in der Region, aus der ich stamme. Unser Ziel war, die Demokratie weiterzuentwickeln und für die Menschenrechte in der Ukraine zu stehen. Es ist bekannt aus den Erfahrungen anderer Länder, der Krieg ist nicht die Zeit, wenn die Menschenrechte es gut haben, leider. In dieser Zeit gibt es Verfall der Wirtschaft, es gibt große Risiken für Demokratie. Und sehr wichtig war für uns in all diesen 9 Jahren immer zu schauen, dass die ukrainische Gesellschaft weiterhin kämpft gegen einige Risiken. Es gibt diesen Krieg und diese Gefahr ist einfach enorm gewachsen, aber das ist auch die Zukunft, wegen dem wir kämpfen. Die Arbeit, was habe ich gemacht 2022? Ich habe mit den Gemeinden in verschiedenen Regionen der Ukraine gearbeitet, auch mit den Binnenflüchtlingen, mit den Frauen, sozusagen mit ihrem Verständnis für Sicherheit, für einen nachhaltigen Frieden, für Integration. Und für mich wurde sehr wichtig, und das bleibt auch sehr wichtig, die Politik auf der lokalen Ebene und auf der internationalen Ebene zu formulieren. Man soll verstehen, was diese Menschen alles erleben. Man muss sie einbeziehen. Ich denke, für eine feministische Außenpolitik ist das auch sehr wichtig. Obwohl natürlich, diese Politik wird in den europäischen Botschaften, Hauptstädten gemacht. Aber die Menschen in der Ukraine beeinflussen jetzt auch diese Außenpolitik. Dieses Prinzip bleibt für mich als Feministin sehr wichtig und geachtet dessen, wie der Kontext sich verändert. Noch ein wichtiges Teil der feministischen Philosophie konnte ich auch weitertragen in mir in all den Jahren. Also das ist das Verständnis dafür, dass Patriarchat als ein System alles sehr vereinfacht. Die Rollen in der Gesellschaft, die sind eigentlich aufgezwungen und die sind sehr binär.
Also in der Zeit des Krieges also werden die Frauen nur als Opfer wahrgenommen, oft. Und jede Gruppe, die eben als vulnerabel genannt wird, ist eine, die eben Unterstützung braucht, Hilfe. Also das heißt, diese Menschen brauchen humanitäre Hilfe. Aber es gibt hier die Gefahr, sozusagen diejenigen, die geschützt werden sollen, haben ihre Subjektivität verloren. Man sieht in diesen Menschen keine aktive Personen. Und das haben wir in diesen 8 Jahren gesehen. Davon haben wir auch gesprochen in den Gebieten Donetsk und Luhansk. Und davon sprechen wir auch jetzt international. Ich mit meinen Kolleginnen und Kolleginnen darüber, dass Ukrainer und Ukrainerinnen, ja, natürlich brauchen wir Hilfe, wir sind dankbar, aber sie bleiben aktiv und sie sollen Partner sein, bleiben und auch in Bezug auf die Zukunft unseres Landes. Unsere Verteidigung ist absolut legitim, das, was wir machen. Wir brauchen Waffen, das ist ganz klar. Es ist ganz wichtig, diese Gespräche weiterhin zu führen mit den Ukrainern und Ukrainerinnen als Subjekten. Das ist wichtig. Das ist auch eine feministische politische Frage für mich. Und das Letzte, was hat mir Feminismus gegeben? Das Verständnis für Frieden. Ich habe immer gesagt, ich bin Aktivistin für Frieden und Frauenrechte gleichzeitig. Und das war für mich wichtig, dass diese beiden Bestandteile einen Teil meiner Aktivität ausmachen und als mich als Forscherin ausmachen. Feminismus als eine politische Bewegung basiert auf den Erfahrungen, auf Alltagserfahrungen von Frauen, von queer und non-binären Personen, gibt uns die Möglichkeit, unsere Vorstellung zu erweitern. Wo beginnt die Gewalt und wo endet sie? Die Theorie des Krieges sagt, dass die Gewalt endet, wenn die Bomben nicht mehr fallen oder Raketen. Ja, natürlich, wir sehnen uns danach, dass es aufhört, dass die Raketen nicht mehr einschlagen und so weiter, weil wir das jeden Tag erleben. Aber wir können nicht ausschließen, wir können nicht aufhören, darüber zu sprechen, dass andere Arten der Gewalt, die einem nichtdemokratischen Staat eigen sind, die in einem autoritären Land zu finden sind, also dieser Angriff auf die Rechte der Frauen, LGBTK+, reproduktive Rechte, soll ein Marker sein, an dem man merkt, dass Autoritarismus wächst, dass Demokratie abnimmt. Darüber sprechen schon Aktivistinnen und Forscherinnen in der ganzen Welt. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf Russland, dass diesen Angriffskrieg gegen die westliche Werte führt. Wir sehen diese Narrative auch bei anderen Politikern in anderen Ländern, auch in anderen Kontinenten. Für uns ist es wichtig, einfach diese Verbindung zu verstehen und zu begreifen. Vielen Dank. Ich würde dich gerne noch fragen, du hast gesagt, dass es wichtig ist, dass Feministinnen, dass verschiedene marginalisierte Gruppen als Akteurinnen wahrgenommen werden. Du hast gesagt, dass es wichtig ist, dass Frauen, dass andere marginalisierte Gruppen nicht nur als Empfängerinnen sozusagen von humanitärer Hilfe wahrgenommen werden, sondern selbst als Akteurin. Ein Schritt zu dieser Visibilität und euch als Akteurin auch zu platzieren, war ja die Ukraine Solidarity Campaign, wo ihr sozusagen rausgekommen seid, gesagt habt, wir haben bestimmte Forderungen an die internationale Gemeinschaft, an die internationale Friedenscommunity, feministische Community. Wir wollen nicht, dass über unsere Köpfe hinweg debattiert wird. Und der Appell, der im Mai rausgekommen ist, der hat sich vor allem an Friedensbewegte weltweit gerichtet, von denen viele aus einer pazifistischen, teilweise aus einer feministischen Grundhaltung Waffenlieferungen ablehnen. Die habt ihr direkt angesprochen und habt plädiert für eine informierte Solidarität und eine respektvolle internationale Friedensarbeit. Kannst du darauf eingehen, kannst du sagen, was meint ihr damit, informierte Solidarität und Respekt in der Friedensarbeit?
Ja, danke für diese Frage. Ich beginne damit. Also dieses Manifest wurde heute ins Deutsche übersetzt übrigens. Und ich teile diesen Text gerne mit Ihnen, mit der Heinrich-Böll-Stiftung. Es freut mich, dass dieser Text gelesen wird, dass man ihn beachtet. Das ist für mich nicht das einzige Dokument, das ausformuliert wurde, das aus der Zivilgesellschaft herausformuliert wurde, aus der Ukraine. Das waren verschiedene Gruppen. Das ist ein Beispiel dafür. Das wurde bei der Eröffnung erwähnt. Das ist eben dieser dekoloniale Ansatz in Bezug auf Frieden. Das heißt, man nimmt die Erfahrung der Menschen, die unter Gewalt leiden, im Krieg leiden. Sie müssen im Zentrum sein, sozusagen dieser Expertise. Diese Expertise von diesen Menschen soll zentral sein. Eine Ursache, warum wir das gemacht haben, überhaupt diese Erklärung, warum wir das geschrieben haben. Also einige Vertreter von feministischen Communities, auch Personen, die Mediation zu tun haben, im breiten Sinne eben dieses Peacebuilding zu tun haben. Es geht um den Aufbau der Resilienz der Gesellschaft. Sie haben gesehen, dass es viele verschiedene Tagungen gab oder Erklärungen gab in der Welt oder in Europa, wo es kaum Ukrainer gab. Es ging um Frieden, aber es gab keine Ukrainer. Es gab Vertreter verschiedener Länder, verschiedener politischer Bewegungen, nicht nur aus Europa, sondern auch aus Nordamerika, aber auch aus dem globalen Süden. Und sie haben versucht, dort ihre Sichtweise auf den Frieden der Ukraine zu formulieren. Und sozusagen der Tenor war, eben Waffenlieferungen zu stoppen für beide. Also dieses Verständnis für Frieden wird in vielen Kontexten verwendet, ist für uns, hat keinen Bezug zu unserem Kontext. Das heißt, wir haben hier versucht zu erklären und darüber aufzuklären, wie die Menschen diesen Frieden sehen, die diesen Frieden aufzubauen, darüber reflektieren. Dieser Frieden ist unmöglich ohne Gerechtigkeit. Dieser Frieden ist unmöglich ohne eine Balance der Kräfte, die jetzt einfach ungleich sind. Ich meine, Aggressorstaat und wir, die Ukraine, wir verteidigen unsere Grenzen und wir versuchen einfach, unsere Gebiete zurückzuerobern. Das ist ein Frieden, der basiert auf der Subjektivität von allen, die in diesem Land leben und nicht, dass man sie als Objekte betrachtet im Spiel von internationalen Strukturen. Dieses Argument nimmt man auch oft in den Mund. Ja, wir verstehen, wir leben in einer komplizierten Welt, aber wir können sozusagen nicht zulassen, dass ein Land nicht erwähnt wird, auch wenn es nicht so einflussreich ist wie die anderen Player. Dieses Dokument schließt nicht aus, dass man Verhandlungen führt. Wir erkennen an, dass in einigen Positionen es Verhandlungen schon gibt und die sind wichtig. Wir sehen das am Gefangenenaustausch. Wir sehen die Ergebnisse zum Beispiel beim Getreideabkommen. Das sind kleine taktische Schritte. Wir erkennen sie als wichtige an. Aber sie sind nicht der einzige Weg, sozusagen. Und der Frieden in der Ukraine wird heute mit Waffen erkämpft. Und da sind wir uns einfach einig in der Ukraine. Das sind Stimmen von vielen Gruppen oder von vielen Communities in der Ukraine. Das ist auch ein Faktor von den letzten Entwicklungen. Wir sehen viel mehr Solidarität zwischen verschiedenen Gruppen in der Ukraine und auch außerhalb. Zurück zu Ihrer Frage am Anfang. Was ist informierte Solidarität? Ich weiß nicht, ist das ein wissenschaftlicher Begriff? Ich habe den noch nie irgendwo gesehen. Das ist ein Konzept, das haben die Autoren vorgeschlagen von diesem Dokument. Aber
indem ich analysiere oder als wir das analysiert haben in anderen Ländern, das interessiert mich sehr, sehe ich, wie wichtig ist dieses Moment des Erklärens. Miteinander sprechen und erklären, ausgewogen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Respekt. Respekt, dass man den anderen als Subjekt anerkennt, denjenigen, der Unterstützung und Hilfe braucht. Diese Informiertheit soll auf realen Bedürfnissen basieren und man soll wissen, wie sind diese Menschen. Man kann nicht sozusagen hier imaginieren oder sich hier auf eine imaginierte Geschichte stützen. Es geht um konkrete Menschen. Wir können Frauen sehen oder andere vulnerable Gruppen. Wir stellen sie sich vor. Sie brauchen Hilfe. Wir können uns das vorstellen. Aber wir sprechen mit diesen Menschen. Und die ganze Ukraine und unsere Zivilgesellschaft verlangt das von der Weltöffentlichkeit. Ich glaube, das ist der Vorteil. Ja, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich würde das so verstehen, dass man einmal die Realität vor Ort versteht, also wirklich informiert ist in seiner Solidarität, aber auch bereit ist, vielleicht liebgewonnene Gewissheiten auch mal zu hinterfragen. Und damit würde ich ganz gerne auch zu dir überleiten, Christoph. Du repräsentierst Forum Ziviler Friedensdienst, eine sehr wichtige Friedensorganisation. Ihr habt auch viele Tagungen organisiert, Gespräche organisiert zwischen deutschen Friedensbewegten und UkrainerInnen. Wie hat sich denn die Zäsur des Krieges auf eure Arbeit ausgewirkt? Und uns würde natürlich auch interessieren, habt ihr euch als eine pazifistische Organisation verstanden? Versteht ihr euch immer noch so? Was sind eure Reflexionen in der Organisation? Inwieweit ist Friedensarbeit im Kontext dieses Krieges überhaupt möglich für euch? Ja, auch von mir vielen, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass ihr sozusagen auch eine Friedensorganisation auf dieses Panel geholt habt und mit mir jemanden, der auch gesagt hat, ich bin kein Experte für feministische Außenpolitik, auch wenn ich das Thema sehr interessiert verfolge und sehr viele Bezüge einfach zu den Fragen und Themen, die wir uns stellen in der praktischen Friedensarbeit, sehe. Und das mit Sicherheit wird es eher auch als sozusagen was unsere Arbeit auch weiter unterstützt und voranbringt, auch von der politischen Seite betrachtet werde. Vielleicht ganz kurz einleiten, weil das vielleicht noch wichtig ist. Also wir sind eine Friedensorganisation, die in den 90ern aus Teilen der deutschen Friedensbewegung heraus gegründet wurde. So mit dem hehren Ziel, wir bringen die zivile Konfliktbearbeitung und den zivilen Friedensdienst voran. Vielleicht auch mit der Perspektive, dass Bundeswehr und Militär irgendwann obsolet wird. Daher kommen wir aus diesem Impetus, sage ich mal. Wir arbeiten inzwischen in 13 Ländern weltweit in der zivilen Konfliktbearbeitung und seit dem Jahr 2018 auch in der Ukraine, und zwar im Süden in der Ukraine, vor allem in der Region Odessa. Und ich selber begleite nicht das Programm, das muss ich vielleicht vorweg sagen, war aber tatsächlich in der Anfangsphase auch eine Weile in Odessa. Und was mich damals schon beeindruckt hat, war die Stärke, die Kompetenz, die Kreativität, die Vielfalt der Zivilgesellschaft, die da ist. Und vielleicht jetzt zu deiner Frage kommen, dann hatten wir den 24. Februar 2022. Ich war direkt Teil unseres Krisenmanagement-Teams, das sich mit dieser Situation und dem, was tun wir, was ist mit der Sicherheit unserer Kolleginnen, unserer Partner, was können wir tun, voll auf beschäftigt war. Wir alle selbst auch schockiert, auch wenn wir in den Tagen davor damit gerechnet haben. Und das, was mich beeindruckt hat, und das knüpft an etwas, was Oksana gesagt hat, ist, es hat wahrscheinlich eine Woche gedauert oder so höchstens. Und viele von euch wissen vielleicht, was das auch für alle im Land für einen Schock bedeutet hat. Da kamen die Partner auf uns zu und haben gesagt, so Leute, wir wollen weitermachen. Wir sind jetzt hier gebraucht. Könnt ihr das und das und das für uns tun? Und das zieht sich für mich durch bis heute. Also das, was du gesagt hast, so, wir sind hier keine Hilfeempfänger, wir sind nicht passiv, sondern wir sind agierende Subjekte. Das habe ich ganz stark erlebt und das haben wir arbeiten in Köln, das haben wir in Köln eher mit großer Dankbarkeit wahrgenommen, weil es nämlich
uns auch in die Lage versetzt hat, zu sagen, ja, wir können was tun. Wir sind als Friedensorganisation im Krieg gefragt. Das war die Botschaft, die wir von den ukrainischen Partnern eigentlich bekommen haben. Und das hat, glaube ich, uns allen in der Situation so einen Schub gegeben und hat bei uns ganz schnell dazu geführt, dass wir dann unsere Aufgabe darin erstmal gesehen haben. Wir als Friedensorganisation, wir konzentrieren uns darauf, das zu tun, was wir tun können. Also die zivilgesellschaftlichen Strukturen, die wir im Raum Odessa entstanden sind, die wir auch mit unterstützt haben in den Jahren zuvor, die waren ganz, ganz wichtig für den starken Zusammenhalt der Gesellschaft und für die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft im Krieg. Und wir haben, viele von euch werden sich erinnern, wie die Debatte verlaufen ist, auch in den ersten Wochen des Krieges, wie kontrovers. Und wir haben gesagt, unsere Aufgabe als Friedensorganisation, ja, wir kommen aus der Friedensbewegung, komme ich später noch drauf, ist es jetzt im Moment eher zu sagen, es gibt auch Zivilgesellschaft, es gibt auch Friedensarbeit, auch in dieser Phase, und die ist wichtig und die ist unterstützenswert, weil wir den Gefühl hatten, diese Geschichten, die gehen vollkommen unter. Und wir haben wochenweise Interviews mit Leuten aus der Region geführt, haben die erzählen lassen, was machen sie, und haben die einfach verbreitet. Und das war sozusagen unser Fokus in den ersten Wochen. Was hat das noch mit uns als Friedensorganisation gemacht in dieser Zeit? Wir selbst sind keine pazifistische Organisation, das kommt schon raus, aber eine Organisation, die sozusagen zivile, gewaltfreie Konfliktberatung, Bearbeitung voranbringen will. Und wir haben natürlich auch, also wir haben in unserem Umfeld viele Menschen gehabt, auch mit pazifistischen Einstellungen, deren Weltbild schon zusammengebrochen ist. Und das ging aber auch so weit, dass sie gesagt haben, das, was ihr macht, wir haben jetzt diesen Krieg, da helfen nur noch Waffen, das macht doch alles keinen Sinn mehr. Also mit diesen Aussagen sind wir tatsächlich konfrontiert worden. Und da halte ich bis heute ehrlich gesagt dagegen und sage, nein, das glaube ich nicht. Also ich persönlich bin nicht gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, um das vielleicht von Anfang an klarzustellen. Aber ich sage, das alleine ist nicht das Einzige, sondern in dieser Situation gibt es viel zu tun. Und auch für Friedensorganisationen und Friedensarbeit, auch für feministische Friedensarbeit, gibt es einfach eine wichtige Rolle in dieser Situation. Und daran halte ich fest. Und letzter Punkt vielleicht nur, was das mit uns als Friedensorganisation auch bis heute macht, und das merke ich in meiner Rolle als Leiter für Politik und Kommunikation, ist, dass ein Großteil meiner Aufmerksamkeit bis heute auf die Ukraine geht und dass wir durchaus auch in anderen Ländern arbeiten. Wir arbeiten in fast allen Ländern rund um Syrien seit vielen Jahren. Und ich gebe zu, also bis 2022 ging ein Großteil meiner Aufmerksamkeit in diese Region. Und das ist weniger geworden. Also das muss ich offen zugeben. Und das ist auch was, womit ich manchmal hadere, sage ich ganz offen. Und mit diesen anderen Dimensionen, die du angesprochen hast, also wenn du sagst, Waffenlieferungen können nicht alles sein, seht ihr da Anknüpfungspunkte zu der feministischen Außenpolitik, die ja, also wie Jan auch einleitend gesagt hat, den Blick erweitern könnte? Annalena Baerbock hat ganz klar gesagt, im Kontext der feministischen Außenpolitik, dass Waffenlieferungen durchaus mit Feminismus vereinbar sind. Aber es gibt auch noch mehr zu tun. Siehst du da für eure Arbeit Anknüpfungspunkte? Ja, wenn ich jetzt mal sage, feministische Außenpolitik hat auch damit zu tun, zu gucken, wie sind unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, Frauen, Männer, LSBTQI und QI und so weiter, unterschiedlich von einer Kriegssituation betroffen. Und dies erfordert vielleicht auch unterschiedliche Antworten. Dann sage ich, ne, das ist was in unserer Arbeit auch eine Rolle spielt. Also wie verändert sich jetzt auch, das merken wir in manchen Projekten, die Rolle von Frauen im Krieg. Was ist mit den... Es sind auch Frauen, die kämpfen, auch das ist klar, aber es sind mehrheitlich, glaube ich, immer noch mit deutlicher Mehrheit Männer im ukrainischen Militär, und sie sind auch anders von der Einschränkung der Bewegungsfreiheit jetzt in der Ukraine betroffen. Also was macht das auch mit den Menschen und was bedeutet das auch für Friedensarbeit sozusagen? Und ich komme da vielleicht auf einen, sag ich mal, Blind Spot, den ich im Moment auch in der deutschen Debatte ein bisschen sehe. Ob es in der Ukraine so ist, das wird Oksana vielleicht besser sagen können. Aber was ich beobachte, ist, dass wir schon durchaus viel über zivile Opfer sprechen. Das ist auch richtig und gut so, dass wir über Zerstörungen reden, alles, was durch die russischen Angriffe passiert. Und dass wir über Kriegsmaterial sprechen. Wovon ich ganz, ganz wenig lese, ist über die Soldatinnen und Soldaten, die sterben, über die Traumatisierung
Traumatisierungen, die ihr erleben. Das scheint mir, es ist ja eine bewusste militärstrategische Entscheidung gewesen, von russischer Seite ganz zu Beginn und von Herrn Zelensky, glaube ich, vor ungefähr einem Jahr keine Zahlen zu eröffnen. Und das kann ich auch aus so einer strategischen Perspektive nachvollziehen. Aber die Frage ist, was macht das sozusagen mit der Art und Weise, wie wir diesen, welche Perspektive wir auf den Krieg haben, wie über den Krieg gesprochen wird, und was macht das aber auch mit denjenigen, die kämpfen, die aus dem Kampf zurückkommen, wenn sie sozusagen kaum ein Thema im öffentlichen Diskurs sind? Also das wäre mal ein Punkt, auf den man, glaube ich, auch gucken könnte. Ich würde doch noch mal gern auf die Frage von Waffenlieferungen zurückkommen und dann auch zu dir kommen, Merle, weil das einfach so stark die Krux ist in den Irritationen zwischen ukrainischen Feministinnen und vielleicht auch feministischen Bewegungen in Mitteleuropa, Deutschland. Diese Frage, wie ist das vereinbar, und ja, aus der ukrainischen Perspektive auch so dieses Gefühl, die Debatte hier ist so abgehoben, es wird überhaupt nicht verstanden, was wir hier erstmal brauchen, um unser Leben zu verteidigen. Merle, du begreifst dich als feministische Politikerin und hast im Bundestag im Rahmen der proklamierten Zeitenwende den Waffenlieferungen an die Ukraine zugestimmt. Wie hast du denn diese Entscheidung für dich reflektiert? Hat der russische Krieg gegen die Ukraine dein Selbstverständnis als Feministin verändert in Bezug auf Sicherheitspolitik? War das eine ganz selbstverständliche Entscheidung für dich? Musstest du gar nicht groß drüber nachdenken? Wie, wenn du jetzt zurückblickst, siehst du dich da? Ich würde vielleicht mit der persönlichen Reflexion abschließen und erstmal mit der quasi allgemeineren Debatte anfangen, weil ich glaube, dass wenn wir uns feministische Außenpolitik und gerade auch den Diskurs in Deutschland anschauen vor dem 24. Februar, dann ist das ja durchaus ein eher pazifistisch geprägter Diskurs gewesen. Vielleicht nicht vollständig, aber die Diskussionen um feministische Außenpolitik waren ja sehr, sehr fokussiert auf Prävention, auf zivile Maßnahmen, also eigentlich vieles von dem, was ihr auch macht. Also zum Beispiel die Forderungen, die ihr mit Blick auf die Ukraine habt, würde ich sagen, kann man eigentlich subsumieren unter feministische Außenpolitik. Dann, glaube ich, standen viele Feministinnen in Deutschland und auch in anderen Ländern vor der Frage, okay, eigentlich haben wir immer gesagt, wir brauchen diese vielen zivilen Maßnahmen, Krisenprävention, aber wir haben ziemlich wenig darüber gesprochen, was denn eine feministische Antwort ist, wenn es dafür zu spät ist, also wenn es zu spät für Prävention ist. Und ich glaube, für viele und für mich auf jeden Fall war die Antwort mit Blick auf die Ukraine sehr, sehr klar, dass die UkrainerInnen das Recht auf Selbstverteidigung haben, was ja einfach eines der essentiellsten Rechte ist, auch die in der UN-Charta festgeschrieben worden sind, und dass zu dieser Unterstützung eben auch Waffenlieferungen dazugehören. Und was ich total spannend finde in der Retroperspektive ist, dass sich so sehr an Panzern aufgehangen wurde. Und am Anfang, als es um irgendwie andere Arten von Waffen oder auch kleinen Waffen ging, um Panzerfäuste, die Debatte viel unaufgeregter war als dann bei Panzern oder auch bei Kampfjets. Und wenn wir dann zum Beispiel wieder auf die feministische Perspektive schauen, und es wurde ja auch gerade schon angesprochen, dass Frieden ja nicht die Abwesenheit von Krieg ist, sondern Frieden sehr viel mehr ist, gerade mit Blick auf häusliche Gewalt, auf sexualisierte Gewalt. Und wenn man eben auf Kleinwaffen schaut, dann sieht man ja, dass in Kriegs- und Konfliktgebieten und auch in Postkriegs- und Konfliktgebieten eben gerade Kleinwaffen insbesondere dafür auch genutzt werden, um Gewalt an Frauen auszuüben. Und deswegen aus einer feministischen Perspektive oder auch aus einer Endverbleibsperspektive, also einen Panzer findet man im Nachhinein leichter. So, also ist ein bisschen platt gesagt, aber ich glaube, das macht ein bisschen die Absurdität dieser Differenzierung irgendwie notwendig, weil am Ende geht es um die Selbstverteidigung. Und dass die UkrainerInnen sich selbst verteidigen dürfen, ich finde, dass das teilweise überhaupt debattiert wird, ist absurd. Die Frage ist, wie wir sie am besten darin unterstützen können. Und ich finde, es ist ganz klar auch, dass es nicht unfeministisch ist, das zu unterstützen, weil am Ende kämpfen die UkrainerInnen für ihre Freiheit, für Frieden und für Sicherheit. Und gerade auch, wenn man nochmal auf feministische Außenpolitik in einem breiteren Kontext schaut, dann bedeutet ja feministische Außenpolitik einerseits verschiedenste Perspektiven von Frauen einzunehmen, von marginalisierten Gruppen einzunehmen, den Fokus auf menschliche Sicherheit
zu legen. Und das bedeutet eben auch auf die Zivilbevölkerung und eben auf die Punkte, die schon teilweise angesprochen wurden, auf den Fokus auf Menschenrechte ganz klar und eben die Beteiligung von verschiedenen Gruppen und den Blick auf Ressourcen. Und genau deswegen ist es in der Retroperspektive auch für mich eine ganz klare Entscheidung. Und ich finde auch, dass wir die Ukraine weiterhin noch stärker darin unterstützen müssen, eben für ihre Freiheit, für Frieden, für das Leben in Demokratie, für Sicherheit, sich eben zu verteidigen. Und ich glaube, wir müssen uns in diesem Diskurs immer wieder deutlich machen, dass auch gerade im linkeren Diskurs wird ja dann manchmal gesagt, ja, aber Grenzen sind uns doch eigentlich egal. Wir finden doch Grenzen eigentlich doof. Ja, in einer idealen Welt schon, aber bei diesem Krieg bedeutet die Grenze zu Russland eben Schutz vor Russland. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, der aus einer linken Perspektive manchmal unterbeleuchtet bleibt. Welche Antworten für die Ukraine und auch für Feministinnen in der Ukraine siehst du denn in der feministischen Außenpolitik? Also das ist ja jetzt schon einige andere Dimensionen auch angesprochen und es gibt natürlich sehr viele jetzt außer Waffenlieferungen, also Teilhabe an politischen Entscheidungen. Oksana hat auch schon einiges erwähnt, auch die Frage von sexueller Gewalt, die Situation der Geflüchteten, die Vorbereitung des Wiederaufbaus und so weiter und so weiter. Wir können jetzt hier nicht alle Aspekte behandeln und besprechen, aber was im Kern sollte denn deiner Meinung nach eine feministische Außenpolitik anders machen als eine reguläre Außenpolitik oder vielleicht auch als eine menschenrechtsorientierte Außenpolitik, die wir hier auch haben oder haben wollen? Und welchen Bezug siehst du vielleicht auch zu anderen Instrumenten, wie internationale Resolution 1325 zu Frauen, Frieden und Sicherheit. Wie siehst du da die Verbindung zu politischen Instrumenten und was sollte eine feministische Außenpolitik anders machen? Ich glaube, das, was am Ende sich durch alle verschiedenen Bereiche durchzieht, sei es Wiederaufbau, sei es Friedensarbeit, ist am Ende die Teilhabe von Zivilgesellschaft, die Einbeziehung von verschiedenen marginalisierten Gruppen, von Kommunalpolitik, weil das sich wirklich durch alles durchzieht. Das ist einerseits, wie gesagt, mit Blick auf den Wiederaufbau und das sollte auch schon jetzt passieren. Ich meine, im Kurzfristigen bedeutet das ja die Überbrückung von zerstörter Infrastruktur, damit überhaupt Leben quasi gut stattfinden kann, also soweit es eben in einem Krieg möglich ist. Und langfristig bedeutet das aber eben auch die Partizipation sicherzustellen von Zivilgesellschaft, von Frauen, von Kindern, von Menschen mit Behinderungen, wenn es zum Beispiel um den Wiederaufbau von Infrastruktur geht. Was brauchen wir? Was muss aufgebaut werden? Was muss vielleicht anders aufgebaut werden? Ich glaube, da kann Oksana bestimmt noch viel mehr zu sagen, als ich das überhaupt kann. Und ich glaube, das ist auch ein Unterschied, wenn wir uns eben zum Beispiel die Women, Peace and Security Agenda anschauen, die sich ja doch auf andere Punkte fokussiert. Ich glaube, dass man sagen kann, dass diese Frauen-Frieden-Sicherheitsagenda, dass sie ein Teil von feministischer Außenpolitik ist, aber feministische Außenpolitik ist eben mehr als diese Agenda, als die Agenda 1325. Weil wenn wir zum Beispiel eben auf sexualisierte Gewalt als Kriegsverbrechen schauen und einerseits das Verhindern davon, dann aber eben auch das Sicherstellen von medizinischer Hilfe, psychologisch wie medizinisch, dass das zum Beispiel bei humanitärer Hilfe mitgedacht wird, dass die Strafverfolgung unterstützt wird, wo ja auch die Bundesrepublik zum Beispiel eben durch Forensik unterstützt. Das sind Sachen, die, glaube ich, auch in einem breiteren Kontext, eben zum Beispiel in Diskursen rund um Frauen, Frieden, Sicherheit angesprochen werden und angefordert werden. Aber dieser Punkt von Zivilgesellschaft und Teilhabe, Einbeziehung, ich glaube, das ist am Ende der Hauptunterschied und auch der Kern, der hier für feministische Außenpolitik relevant ist. Ja, vielen Dank, Christoph. Ich sehe, du würdest wahrscheinlich gern kommentieren. Ich würde aber erst gern noch zu Frau Sofsson gehen. Das ist ja ein sehr existenzieller Konflikt und wir haben das jetzt eben auch schon gehört, es geht um Staatlichkeit, es geht um Souveränität, es geht um pure Existenz und den Kampf um die Existenz in diesem Krieg. Welche feministischen
Zugänge sehen Sie dann als Parlamentarierin, als geschlechterdemokratisch bewegte Aktivistin auch? Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Diskussion. Mir scheint in der Tat, für alle in Deutschland ist es wichtig, verschiedene Stimmen aus der Ukraine zu hören zum Krieg. Ich bin eine Person, die schon lange als Feministin sich repräsentiert in den Diskussionen in der Ukraine. Ich freue mich sehr, dass wir darüber sprechen, über feministische Außenpolitik und Entscheidungen, die diese Politik bieten kann, anbieten kann, konkret in diesem Krieg. Bevor ich die Frage beantworte, die Sie mir gestellt haben, möchte ich ein paar wichtige sagen, die wichtig sind für Sie zu hören über den Krieg und über die Rolle der Frauen. Oksana hat bereits erwähnt, im Kontext des Krieges, unseres Krieges, des ukrainisch-russischen Krieges, den es schon seit 9 Jahren gibt, ist es sehr wichtig, über die Frauen zu sprechen, nicht nur als über Opfer. Natürlich sind Frauen Opfer, aber Opfer sind auch Männer, Kinder, LGBTK+-Leute. Es ist wichtig, einfach anders zu sprechen über die Frauen und ihre Rolle in diesem Krieg. Man soll die Frauen nicht reduzieren auf ein Subjekt oder auf ein Objekt von Einfluss von einem anderen. Man soll über die Frauen als Subjekte sprechen und Sachen helfen uns dabei. In der ukrainischen Armee gibt es heute 60.000 Frauen. Sie dienen in der Armee. Nicht nur Medizinerinnen, es sind verschiedene Posten und auch Kommandeurinnen. Auch eine Abgeordnete von uns zum Beispiel leitet eine Panzerbrigade. Also es gibt Frauen auf unerwarteten Posten. Sie kämpfen jetzt. Sie sind keine Opfer, sondern sie kämpfen für unseren Sieg. Vor einigen Tagen habe ich gelesen, dass die erste Frau auch bei den Spezialkräften eingesetzt wird. Sie hat die Schulung abgeschlossen. Das ist die erste Frau. Das heißt, die Frauen gehen in die Bereiche des Militärwesens, wo sie früher nie waren. Das war ja nicht verboten, aber sie waren da nie repräsentiert. Das bezieht auch sich auf die Frauen, die das Land verlassen haben. Natürlich brauchen sie Hilfe und Unterstützung, aber man soll sie auch als Subjekte sehen und anerkennen, sie treffen Entscheidungen. Die Entscheidungen sind manchmal sehr schwer. Sie müssen entscheiden, sich entscheiden, die Stadt zu verlassen, Kharkiv mit den Kindern. Und man weiß, dass man den Vater längere Zeit nicht sehen wird. Das ist eine schwierige Entscheidung. Aber diese Frauen treffen diese Entscheidungen und man soll das einfach im Kopf behalten. Man darf nicht vergessen, die Frauen werden oft zum Opfer von Gewalt. Wir sind alle Opfer der Gewalt. Ich spreche mit Ihnen, ich bin in Kiew und wir haben jetzt Luftalarm in diesem Moment. Also das heißt, jetzt kommt eine Rakete angeflogen aus der Russischen Föderation und vielleicht detoniert jetzt gleich in Kiew oder in anderer Stadt der Ukraine. Wir sind alle potenzielle Opfer, weil wir nicht wissen, wann es uns trifft und wo. Aber es gibt natürlich besondere Fälle und Gewalt gegenüber Frauen in diesem Krieg ist nochmal was Besonderes und man soll darüber auch gesondert sprechen. Im Parlament gibt es eine Kommission, wir untersuchen sexuelle Verbrechen während des Krieges. Nicht nur in Bezug auf die Frauen, weil es gibt auch sexuelle Gewalt gegen Kinder und gegen Männer in diesem Krieg. Aber vor allem sind es die Frauen, die davon betroffen wurden. Und sexuelle Gewalt wurde sehr stark eingesetzt als ein Instrument des Krieges in der Nähe von Kiew. Sie wissen das, als die russischen Truppen hier 20 Minuten von meinem Haus standen. Das soll man auch nicht vergessen. Und das Letzte, was ich erwähnen soll, das ist wichtig für die Diskussion über feministische Außenpolitik. Und dann gehe ich zu anderen Sachen über. Das ist die Frage über die Kinder.
ich mag es nicht, wenn man vermischt, Frauen und Kinder in einen Topf wirft. Ich mag es nicht, dass, wenn man sagt, die Russen morden unsere Frauen und Kinder, als ob Morden der Männer irgendwie anders ist. Also wir haben eine Liste, da sind 19 Kinder, die nach Russland deportiert wurden. Die Russen sprechen von viel mehr, von 200.000 bis 700.000. Also das sind ukrainische Kinder, die deportiert, deportiert wurden nach Russland. Und sozusagen die Rückkehr dieser Kinder, diese Last bleibt an den Frauen hängen. Die Männer können ja nicht in die Russische Föderation fahren. Es gibt schon Geschichten von Frauen, die, weil es bestimmte Verhandlungen gab zwischen den Regierungen, dass sie ihn nach Russland fahren und ihre Kinder holen. Aber das sind wenige glückliche Fälle. Weil es gab Beispiele, wo Frauen und Kinder getrennt wurden in diesen Filtrationslagern und die Mütter wissen nicht, wo die Kinder sind. Ich habe eine Geschichte von einer Frau gehört, ihr Sohn ist 12 und sie weiß nicht, wo ihr Kind ist. Ich bin selber Mutter. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie kannst du weiterleben, wenn du nicht weißt, wo dein Kind ist. Das ist einfach ganz schrecklich. Sie machen das nicht, weil sie mehr Verantwortung haben. Es ist einfach für sie etwas leichter, dieses Kind zurückzuholen als einem Mann. Das wollte ich erwähnen. Und das Letzte. Das Letzte, wie eine Brücke zu der feministischen Außenpolitik. Ganz am Anfang des Angriffskrieges, des großen Krieges, wie wir ihn nennen, im Februar, ich glaube, einen Monat später haben wir verstanden, dass die Hauptspeakerinnen, die wichtigsten, die ins Ausland fahren, aus der Ukraine sind Frauen, Abgeordnete, Ministerinnen, die sind ins Ausland gefahren. Nicht zuletzt, weil die Frauen, wir sind 21% im Parlament, aber sehr oft sind die Frauen im Parlament bei uns viel qualifizierter und sie kennen, viele von denen können Englisch. Also das heißt, sie waren sozusagen diese Kraft, die die Kommunikation aufgebaut hat. Also unsere Männer scherzen im Parlament, dass unser Parlament sehr feministische Außenpolitik hat, weil meistens fahren ins Ausland Frauen. Sie sprechen besser Englisch und sind besser vorbereitet. Ja, einige Fakten, die ich erwähnen wollte. Also zu der Frage der feministischen Außenpolitik. Ich unterrichte Politologie an der Universität und ich verstehe diese konzeptuellen Grundlagen. Die feministische Außenpolitik fokussiert sich natürlich auf der Versöhnung oder Peacebuilding, sehr pazifistisch. Ich bin auch pazifistischer Mensch. Ich sehne mich nach Frieden, glauben Sie mir, mehr als alles andere und mehr als unsere Feinde. Die Frage ist, also die traditionelle feministische Außenpolitik, kann sie immer die Antwort dafür geben, wie kann man diesen Frieden erreichen? Merle hat es ja gesagt. Man soll nach realistischen Entscheidungen schauen für Probleme, mit denen wir zu tun haben. Und der Krieg in der Ukraine, das ist ja kein territorialer Konflikt. Das ist ein Konflikt der Werte. Das ist ein zivilisatorischer Bruch zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation. Und in dieser Kluft oder in diesem Bruch spielt die Frage der Frauenrechte eine wichtige Rolle. Russland distanziert sich oder verwirft Frauenrechte. Und Sie wissen ja, die Männer dürfen Frauen in Russland schlagen und sie werden nicht bestraft dafür. Das wurde ja abgestuft in der Gesetzgebung. Und was noch nicht vielleicht erwähnt wurde, im Kontext des russisch-ukrainischen Krieges soll man wissen, Russland hat radikal antifeministische Positionen vertritt. Es geht nicht darum, dass wir können uns mit denen nicht versöhnen, weil wenn die Person deine Werte einfach verwirft, wenn sie anerkennt, dann kannst du mit dieser Person dich nicht versöhnen. Man soll das einfach im Kopf behalten, dass Feminismus von Russland einfach
abgestritten wird. Unser Feind, das ist derjenige, der Feminismus hasst. Das soll erwähnt werden. Ich dachte, Sie haben ja ganz viele wirklich konkrete Verbrechen angesprochen, an denen Sie arbeiten, auch im Parlament. Gibt es denn in der Ukraine überhaupt eine Wahrnehmung von deutscher feministischer Außenpolitik? Wird das bei Ihnen debattiert, ob das für Ihre Realität etwas bietet oder ist die Debatte überhaupt nicht in der Ukraine präsent? Unter Feministinnen, feministischen Politikerinnen vielleicht auch. Ich sag so, mein Verständnis der Situation, natürlich, ich vertrete ja nicht alle Bürger der Ukraine. Ne? Also ich bin eine Abgeordnete und ich arbeite eng mit feministischen Organisationen. Ich kenne diese Debatten und ich habe das auch gehört, diese Diskussionen. In feministischen Kreisen in der Ukraine, also einige Thesen aus dem Ausland, also die feministische Außenpolitik, da geht es nicht um die Waffen und wir sind gegen Waffenlieferungen. Das ist nicht die Position, die jetzt meine Kollegin vom Bundestag vertritt. Ich weiß es. Aber wir haben natürlich solche Stimmen gehört. Und ich weiß, dass auch meine Freundinnen oder Kolleginnen, die mit den feministischen Organisationen zu tun hatten, sie hatten sich an die Organisationen in Deutschland gewandt, mit der Bitte, ihre vielleicht Sichtweisen zu überdenken. Ja, aber natürlich, das ist jetzt kein Thema für Gesellschaft. Da wird nicht groß darüber in der Gesellschaft darüber diskutiert. Wenn traditionelle feministische Außenpolitik, ich würde das gerne ein bisschen hinterfragen, weil wir haben ja eigentlich keine traditionelle feministische Außenpolitik, die ist ja sehr neu und die ist ja auch im Schatten des Krieges sozusagen entstanden und wahrscheinlich auch beeinflusst worden durch den Krieg. Das würde ich gerne nochmal an dich zurückfragen, Merle, weil die Wahrnehmung, so scheint es, ist, dass feministische Außenpolitik eine pazifistische ist. Das ist sie, also meiner Lesart nach, nicht, aber sie hat natürlich eine langfristige Perspektive, die natürlich auf Frieden ausgerichtet ist und auch langfristig Rüstung und so weiter kritisch sieht. Aber vielleicht kannst du das noch mal besser einordnen. Ich glaube, was zur Wahrheit bei den Debatten um feministische Außenpolitik dazugehört, ist auch, dass es ja nicht das eine Verständnis von feministischer Außenpolitik gibt. Also wir haben jetzt natürlich die Leitlinien zu feministischer Außenpolitik vom Auswärtigen Amt und die Strategie zu feministischer Entwicklungszusammenarbeit vom Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die, glaube ich, schon ganz gut treffen, was auch das allgemeine Verständnis gerade ist, auch wenn einige zivilgesellschaftlichen AkteurInnen immer gerne noch ein paar progressivere Schritte hätten. Auch ich habe an einigen Punkten vielleicht noch was, wo noch Luft nach oben wäre. Aber ich finde es trotzdem wichtig, nochmal hervorzuheben, dass es ja das Konzept feministische Außenpolitik schon vor diesen beiden Papieren aus den Ministerien gab und ja auch wirklich auf zivilgesellschaftliche Arbeit fußt. Und da ist ja tatsächlich wirklich ein Großteil wirklich sehr pazifistisch ausgerichtet gewesen, was natürlich auch in der Geschichte von feministischer Außenpolitik begründet liegt. Gerade zum Beispiel mit Blick auf die Internationale Liga für Frauen, Frieden und Sicherheit, die sich ja eben zu Zeiten des Ersten Weltkrieges in Europa gegründet hat und da wirklich pazifistisch ausgerichtet war. Aber ich denke, es ist wichtig zu betonen, dass sich die Debatten auch in den feministischen Kreisen, ja auch in Deutschland, in Europa geändert oder im Westeuropa geändert haben und sich in großen Teilen, würde ich sagen, eben den Realitäten, das wurde ja gerade auch schon von euch angesprochen, eben gestellt haben und da eben bestimmte Positionen auch verändert haben und angepasst haben. Und ich glaube, dass es gibt ja immer noch Menschen, die andere Positionen haben, aber ich glaube, im Großen würde ich sagen, dass das wird ja auch in den Leitlinien zum Beispiel festgehalten, feministische Außenpolitik an sich nicht pazifistisch ist, wenn man unter pazifistisch versteht die Ablehnung von jeglicher Gewalt wie Waffenlieferung.
Aber ich glaube, da kann man irgendwie auch unterscheiden zwischen Gewalt, die Selbstverteidigung ist, und Gewalt, die von einem Aggressor ausgeübt wird. Oder man kann nicht, man sollte. Und ich habe in einer Diskussion, das fand ich total spannend, ich weiß leider nicht mehr, wo das war, mal gehört, dass eigentlich Selbstverteidigung ein urfeministisches Konzept ist. Und ich fand das einen total spannenden Gedanken, der mir so in der Debatte vorher noch gar nicht irgendwie begegnet ist, weil man sonst über Selbstverteidigung in einem feministischen Kontext, ja in einem sehr viel, nicht in einem internationalen, sondern in einem zum Beispiel Beziehungskontext irgendwie spricht, dass, wo aber auch da Selbstverteidigung im Prinzip überhaupt Menschen, Frauen, marginalisierte Gruppen dazu befähigt, sich irgendwo auch gegen meist männliche, patriarchale Gewalt, und ich meine, es wurde gerade schon gesagt, dass Putin so ein bisschen der Antifeminist in Person ist, sich dagegen zu wehren. Und ich glaube, das ist eine Perspektive, die mehr und mehr Eingang in das Konzept findet. Es gibt ja durchaus auch viele feministische politische Bewegungen im globalen Süden, die auch in Konfliktkontexten sind und durchaus auch zu den Waffen greifen. Also das ist, deswegen habe ich am Anfang auch ein bisschen gesagt, Deutschland, Mitteleuropa. Weil international gibt es ja durchaus Feministinnen, die Gewalt oder Selbstverteidigung durch Gewalt nicht ablehnend gegenüberstehen. Aber Christoph, ich sehe, du würdest ganz gerne was sagen, auch zu dem Kontext. Ihr arbeitet ja auch ganz intensiv zu diesen Fragen. Du hast vorhin so ein bisschen kritisch geguckt. Möchtest du noch mal kommentieren? Oksana hat auch gegriffen. Also ich habe einen Punkt, ansonsten der bleibt noch ein bisschen bei der, ich sag mal, bei der polarisierten Debatte in Deutschland zur Ukraine vielleicht. Also wir haben ja selber auch jetzt im Ende April, Anfang Mai haben wir eine Erklärung mit 4 anderen deutschen Organisationen herausgegeben, die auch selber mit Partnern in der Ukraine zusammenarbeiten. Weil wir gesehen haben, wir sind ein Stück weit zwischen den Stühlen. Wir kommen aus der Friedensbewegung und verfolgen die Debatte und wir arbeiten eng mit Partnern in der Ukraine zusammen. Und da hat uns eher einerseits die Sorge gemacht, dass wir immer nur über Verhandlungen versus Waffenlieferungen sprechen und alles, was dazwischen ist, was in unserer Arbeit, in unserem Blick auf den Konflikt eine zentrale Rolle gespielt hat, ist eigentlich ausgeblendet wurde. Und weil es aus unserer Sicht, hier wird immer so viel von Pazifismus gesprochen, davon sprechen wir jetzt nicht so viel in unserer Arbeit, aber weil es sozusagen auch das Reden über Frieden und Friedensarbeit aus unserer Sicht zunehmend diskreditiert hat, diese Rolle. Darum haben wir eine Erklärung gemacht, die sich explizit mit Impulsen für die deutsche Debatte dazu gewandt hat und gesagt haben, wie können wir eigentlich hier über Wege zum Frieden sprechen, und zwar in einer Weise, die der Situation angemessen ist, wo es auch darum geht, wenn wir darüber sprechen, dann tun wir das bitte in einem ernsthaften Dialog mit Ukrainerinnen und Ukrainern. Da gibt es noch ein paar andere Punkte. Das wäre jetzt der eine Punkt, den ich noch mal reinbringen könnte, wo das immer so ist, man Pazifist oder nicht, hier reingebracht wird. Und wenn ich darf, weil die Überschrift ist hier ja auch feministische Außenpolitik. Und wir haben das jetzt am Fall der Ukraine diskutiert. Und da kann ich wirklich bei allem, was ich hier gehört habe, gerade von den beiden Kolleginnen aus der Ukraine mitgehen. Wo ich gerne noch mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen würde, ist davon, hier wurde gesagt, ja, in dieser Situation haben wir diese Strategie feministische Außenpolitik entwickelt und wir haben sie den Realitäten angepasst. Und ich glaube, man sollte nicht hingucken und nur auf diesen einen Krieg gucken und sagen, und daraus leiten wir dann ab, wie verändern wir unsere Außen- und Sicherheitspolitik. Also da empfehle ich einfach einen Blick in das Friedensgutachten, nicht von diesem, sondern vom vorherigen Jahr, wo das auch nochmal sehr explizit drinsteht. Das weltweite Kriegs- und Konfliktgeschehen sozusagen, das ist nicht geprägt von dieser Art von Staat A, macht eine Invasion in Staat B, sondern das ist geprägt von anderen innergesellschaftlichen Konflikten, von terroristischer Gewalt. Und wir haben gerade eine Enquete-Kommission im Bundestag zur Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes. Also da bitte, bitte auch noch mal an andere Stellen gucken und dann kommt man vielleicht auch noch auf andere Antworten als Waffenlieferungen sind sozusagen in allen Fällen die Lösung. Wie gesagt, ich habe es gesagt, in diesem Falle hat es meine volle Unterstützung, auch wenn ich sage, es gibt auch noch andere Dinge zu tun. Aber ich glaube, wenn man breiter guckt, und letzter Punkt, also auch diese Erwartungen, die diese feministische Außenpolitik jetzt schürt,
die werden auch enttäuscht werden. Also die werden auch jetzt schon enttäuscht. Also wenn wir in den nächsten Bundeshaushalt gucken, dann ist es eben so, es gibt deutlich weniger Geld für humanitäre Hilfe, es gibt deutlich weniger Geld für zivile Krisenprävention. Und der einzige Haushalt, der, wenn auch nicht so, wie sich das vielleicht manche wünschen, wächst, ist der Verteidigungshaushalt. Und aus meiner Sicht geht es nicht konform mit dem Anspruch feministischer Außenpolitik. Und der andere Punkt, der wurde auch unter Grünen viel debattiert, ich will ihn nur nennen, ist der EU-Asylkompromiss. Also wenn wir über marginalisierte Gruppen, die wenig Stimme haben, sprechen, dann kann das eigentlich nicht sein, dass die Bundesregierung diesem Kompromiss zustimmt. Well, ich würde dir jetzt nochmal das Wort geben und dann zuletzt nochmal Oksana und dann auch gerne nochmal ein paar Stimmen, ganz wenige Stimmen leider nur aus dem Publikum. Ich fasse mich vielleicht ganz kurz. Also ich bin tatsächlich auch Mitglied in der Enquete-Kommission. Insofern habe ich die Perspektive auf jeden Fall auch auf dem Schirm. Ich würde in aller Kürze vielleicht auf den Haushaltpunkt und GEAS Punkt eingehen, weil ich das total wichtig finde. Und bei GEAS haben ja nicht nur ich, sondern auch viele meiner Kolleginnen, also das ist die Debatte zum gemeinsamen europäischen Asylsystem mit all den absolut problematischen Änderungen, die da diskutiert werden. Ich finde es falsch, dass da zugestimmt wurde von der Bundesregierung. Das hätte nicht passieren dürfen. Und wir arbeiten in der Fraktion mit aller Härte daran, dass das so nicht passieren wird. Und ich glaube, das ist essentiell, weil es einfach feministische Außenpolitik, Menschenrechtspolitik im Kern widerspricht. Auf so vielen Ebenen, auch einer feministischen Außenpolitik. Und auch mit Blick auf den Haushalt, der deckt weder die nationale Sicherheitsstrategie noch feministische Außenpolitik. Und auch da gehört es einerseits dazu, dass wir im parlamentarischen Verfahren versuchen werden, noch irgendwie das zu retten, was zu retten ist. Gleichzeitig haben wir auch im Parlament gar nicht den Spielraum, diesen Haushalt so zu machen, dass er den Herausforderungen, die wir mit Blick auf Frieden, Sicherheit oder auch unsere Demokratie haben, so anzupassen, dass er eigentlich den Herausforderungen, vor denen wir stehen, gerecht werden. Insofern teile ich diese Kritik. Und wir arbeiten im Parlament, in der Fraktion daran, dass noch irgendwie zu retten. Aber da möchte ich auch ehrlich sein, zu sagen, dass ich diesen Haushalt in der aktuellen Form nicht gut finde. Das will ich auch nicht schönreden. Deswegen aus einer feministischen Perspektive kann ich den Punkten eigentlich nur zustimmen. Ja, gerade auch angesichts der globalen Folgen dieses Krieges, ne? Also wir haben ja schon geredet über Getreide, über Hunger weltweit und so weiter, Flucht. Also das wäre schon schön, wenn die Verteidigungsausgaben irgendwie annähernd gematcht würden durch Investitionen in zivile Krisenprävention, humanitäre Hilfe und so weiter. Aber Oksana, du wolltest auch noch reagieren, wenn es geht, kurz, damit wir das Publikum auch noch einbeziehen können. Ich danke, ich habe zwei Thesen, würde ergänzen zu den Debatten. Dazu, warum im ukrainischen Kontext es wichtig ist, bewaffneten Widerstand zu unterstützen. Und vor dem Beginn dieser Diskussion war ich äußerst froh, meinen Kollegen Edward Riese zu sehen. Er hat die Ausstellung präsentiert. Ich lade euch ein, die Ausstellung zu sehen über das Leben von queer Menschen in der Ukraine. Wir haben ganz viele Preise in der Ukraine, die jetzt leider nicht mehr möglich sind. Für Feministinnen und LGBT-Aktivisten ist es wichtig, der Slogan, den sie immer sagen, man muss uns nicht schützen, man muss uns einfach nicht angreifen. Das ist über die Frauen, über die Sicherheit der Frauen und queer Menschen. Das ist ebenso Slogan für die internationale Sicherheit, für die Prinzipien, wie wir Konflikte regulieren auf der internationalen Ebene. Na, selbstverständlich, ich bin damit einverstanden. Es geht ja nicht nur um die Ukraine, um die internationale Gesellschaft, wie sie die Möglichkeiten für die Angriff oder Nicht-Angriff für das Angreifen von starken Ländern auf die schwächeren Ländern zeigt. Feminismus muss ja Konflikte lösen oder Interessenkonflikte lösen. Man könnte manches durch die Mediation regeln. Die Situation
Feministen und Queer-Aktivisten, Sie wissen sehr gut, wir sind in der Gewalt- und Vernichtungssituation. Man kann hier keine Verhandlungen führen, man kann keine Absprachen treffen. Es ist das Wichtigste zu verstehen aus der feministischen Vorgehensweise. Feministische Politik, wir sprechen viel drüber mit den anderen Aktivistinnen und Forscherinnen, muss auch die Sicherheitsfragen angehen, ohne die zu scheuen. Wenn wir aus feministischer Perspektive die Sicherheit ansprechen, dann wird die Fragen der globalen Sicherheit auch die starken Ländern die Möglichkeit geben, Feuer, die anzufeuern. Und diejenigen, die leiden, die werden keine Stimme bekommen von Kriegen und ökologischen Katastrophen und so weiter. Wir müssen noch mal übersehen, wie die Sicherheit auszusehen hat, und feministischen Stimmen, die müssen stark sein. Ich rufe alle dazu auf, schließt euch an zu diesen Diskussionen. Noch ein zweite These, ganz kurz. Das ist für mich ganz, ganz wichtig zu sagen, es geht ja um die Zukunft. Wir müssen verstehen, für was für einen Frieden erkämpfen wir uns und was für einen Frieden unterstützen wir mit der internationalen Politik. Ich danke in erster Linie Deutschland, dass Deutschland nächstes Jahr Wiederaufbaukonferenz hier durchführt. Und ich möchte auch sagen, das ist ja die Frage, ebenso auch die Frage der feministischen Außenpolitik. Ich möchte nun hoffen, dass unsere deutschen Partner alles dafür tun, dass die Zivilgesellschaft, die ukrainische Zivilgesellschaft, die Queer-Organisationen, die feministischen Organisationen aus der Ukraine, die Flüchtlingscommunities, die heute da sind, aktive Beteiligte der Gespräche sind über den Wiederaufbau. Das ist im Moment nicht der Fall. Schade. Wir verstehen immer noch nicht, warum das nicht geschieht. Jedoch können wir ja zusammen alles immer noch ändern. Lasst uns jetzt schon das angehen, den Konsultationen durchführen, Beteiligung und Einbezug der anderen Menschen und Organisationen gewährleisten, damit es nächstes Jahr in Berlin hier gelingt. Danke. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Bitte schön. Дуже дякую за сьогоднішню дискусію. Vielen Dank für die heutige Diskussion. Schon viel sprechen wir seit anderthalb Jahren über den Widerstand, über den Frieden, über den Krieg. Das ist wohl sehr schön, dass wir auch den feministischen Anteil dieser Frage ansprechen. Jedoch wurde gesagt, wurde ein Wort, das Wort von Frau Sosun nur einmal gesagt. Und dieses Wort wurde nur einmal gesagt. Und ich möchte euch als führende Kräfte hier ansprechen. Was wird der Sieg für die ukrainische feministische Bewegung, für die deutsche feministische Bewegung bedeuten, für den Frieden bedeuten? Und wie kann man den Frieden denn endlich erzielen, damit es auch feministischer Frieden sein kann? Fragen nehmen. Da vorne habe ich eine Hand gesehen. Ja. Ich gehöre zur Deutschen Friedensbewegung und ich möchte auf zwei Sachen einfach hinweisen, die aus pazifistischer Sicht wichtig sind zu wissen. Das eine ist, dass sich in Russland seit dem 24.02. eine feministische Antikriegsbewegung gebildet hat, die halb im Untergrund arbeiten muss. Und aus meiner Sicht müsste feministische Außenpolitik auch diese Frauen in ihrer schwierigen Situation zur Kenntnis nehmen und überlegen, was man tun kann, um sie zumindest sichtbar zu machen oder zu stärken. Und das Zweite ist, es gibt ja sowohl in Russland als auch in der Ukraine Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen. Und zu den in Deutschland gehörte es immer auch zur Frauenfriedensarbeit, die Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen zu unterstützen. Und da wäre meine Bitte auch, das mit zur Kenntnis zu nehmen. Danke. Gibt es noch eine Frage? Oder
einen Beitrag weiter. Wir waren erst hier, Entschuldigung. Ich bin Walter Kaufmann von der Heinrich-Böll-Stiftung. Eine Anmerkung an eine Frage. Das Lernen, dass Gewalt notwendig sein kann zur Selbstverteidigung, hätten wir eigentlich schon viel früher machen sollen. Ja, also deswegen diese Lernen jetzt im Zuge des Ukraine-Krieges, die klingt bitter. Heute ist der 28. Jahrestag des Massakers von Srebrenica, des Genozids. Und damals sind Tausende von Menschen angeblich geschützt worden und konnten nicht geschützt worden, nicht, weil es keine Waffen gab, damals durch die UN. Das ist also eine Lektion, die wir auch als Gesellschaft schon viel früher hätten lernen müssen. Eine Bitte an Oksana, da ich finde, dass ein Problem unserer Debatte hier oft ist, dass wir gar immer noch nicht zu einer kritischen Analyse der Genese dieses Krieges in der Lage sind. Ich weiß, Oksana, du bist aus dem Donbass. Du hast die Genese des Konfliktes in den Jahren seit 2012, 2013 gesehen, hautnah miterlebt, auch soviel ich weiß, mit der eigenen Familie. In wenigen Skizzen sozusagen, was würde eine Feministin, aus einer feministischen Perspektive, wie würdest du die Genese dieses Konfliktes im Donbass beschreiben? Ich habe eine letzte Hand, ja, da gesehen. Ich glaube, für die Übersetzung müssen wir wirklich das Mikrofon hören. Ursel Sieber, ich bin Journalistin und Politologin. Ich habe folgende Anmerkung zu der Diskussion. Ich finde, die ganze Diskussion um Waffenlieferung, so polarisiert sie, wie sie ist, hat sich in gewisser Weise auch, man kann sagen, durch die Realität ist die eingeholt worden. Also ich finde, grundsätzlich, feministische Außenpolitik kann keinen Abnutzungskrieg unterstützen. Und der zeichnet sich mittlerweile ab. Also diese Hoffnung der Ukraine, die ich verständlich finde, dass man die Russen sozusagen aus dem Territorium vertreibt mit militärischer Gewalt, das ist ja, zeichnet sich ja immer mehr ab, dass es sehr, sehr unrealistisch ist und oder einen ganz, ganz hohen Verlust an Menschenleben fordert. Und ein Abnutzungskrieg und feministische Außenpolitik passt einfach nicht zusammen. Wenn wir jetzt noch hören, dass wir auch Streumunition zusätzlich bekommen, dann kriegt das einfach Dimensionen, die finde ich, da klebt dann auf dieser feministischen Außenpolitik ein Stempel, der aber mit dem eigentlichen Anliegen von Feminismus in meinen Augen nichts mehr zu tun hat. Ich würde hier gerne noch... Eine Person hatte sich noch gemeldet. Möchten Sie noch was sagen? Bitte? Die Person, die vor Ihnen sitzt? Nein? Nicht? Okay. Dann würde ich gerne an das Panel zurückgeben. Okay, noch ganz kurz hier. Dankeschön. Ja, meine Frage geht mehr darum, für die Zukunft der Ukraine, sobald sie alle ihre Territorium zurückerobert hat und es dann darum geht, zum Beispiel Reparationszahlungen von Russland zu fordern oder eben auch den Wiederaufbau zusammen mit der EU zu gestalten, ob dann eben die feministische Außenpolitik vor Fragen steht, zum Beispiel inwiefern kann man mit Russland als Frau verhandeln, mit einer patriarchalen Gesellschaft, die eben die Meinungen von Frauen weniger berücksichtigt, und inwiefern kann man eben auch, also welche Governance-Instrumente kann es geben, dass man den Wiederaufbau auch mit Hilfe von Frauen gestaltet und mit Zivilgesellschaft die Frauen unterstützt? Danke. Dankeschön. Ich würde gerne an das Panel zurückgeben, und zwar an euch alle. Die Fragen haben sich ja, glaube ich, auch an euch alle gerichtet, bis auf wenige. Es wäre gut, wenn ihr euch kurz fassen könntet, also höchstens 2 Minuten pro Person, wenn das irgendwie geht. Wir wollen ja auch noch einen Film zeigen, deswegen sind wir etwas eng getaktet. Merle, möchtest du vielleicht anfangen?
Genau, ich glaube, in 2 Minuten schaffe ich es definitiv nicht, auf alles einzugehen. Ich würde es total unterstützen, dass wir die Learnings einfach viel zu spät gezogen haben, auch als, als Partei. Ich glaube, da müssen wir wirklich aus den Fehlern lernen, das, was wir zum Glück getan haben, leider auf Kosten von anderen. Und dann würde ich ganz kurz zu der Frage, ob man aus einer feministischen Perspektive mit Russland verhandeln kann, kann ich nicht beantworten. Das müssen die UkrainerInnen entscheiden. Also da bin ich wirklich einfach nicht die Person und auch niemand anderes, der nicht ukrainisch ist, der das irgendwie entscheiden kann. Und dann würde ich ganz kurz auf den Aspekt von Streumunition eingehen, weil das gerade natürlich auch aus einer Perspektive, die die Zivilbevölkerung, den Schutz von Zivilbevölkerung, den Schutz von humanitärem Völkerrecht priorisiert, sehr, sehr problematisch ist, dass in diesem Krieg Streumunition eingesetzt wird. Aber an erster Stelle ist es wichtig zu betonen, dass Russland schon unfassbar viel Streumunition und Minen benutzt hat, verwendet hat in diesem Krieg, dadurch unfassbar viel Leid hervorgerufen hat und einfach in diesem sowieso völkerrechtswidrigen, brutalen Angriffskrieg. Trotzdem finde ich es problematisch, wenn auch auf ukrainischer Seite Streumunition verwendet wird, obwohl es einen militärischen Nutzen haben mag, bleibt einfach die Gefahr von Blindgängern, die eine Gefahr für die Zivilbevölkerung ist, und die Gefahr der Erosion von internationalem Recht. Trotzdem finde ich, ist es wichtig, das ins Verhältnis zu rücken und trotzdem ganz stark hervorzuheben, dass überhaupt, dass die Ukraine in dieser Situation ist, in der sie entscheiden muss, ob sie diese Waffen einwenden will, die so problematisch sind, aber um sich selber zu verteidigen, Schuld daran ist und bleibt Russland. Vielen Dank. Ich stimme zu. Es ist sehr wichtig zu schauen, wer ist für die Gewalt verantwortlich und sie nicht auch auf andere Schulter zu versuchen zu verteilen. Was ist Feminismus? Was ist feministisch? Ich glaube, nicht nur deutsche Feministinnen haben das Recht, davon zu sprechen. Alle Feministinnen in allen Kontexten, auch im Krieg, haben das Recht, darüber zu sprechen. Wir sollen einfach mehr sprechen mit Bewegungen, die Befreiungskriege und einen Dekolonisierungskrieg unterstützen, die sich als Feministinnen sehen. Das wird unsere Vorstellung davon erweitern, was Feminismen sind oder was sie sein können außerhalb von Europa. Das ist eben auch dieser Ansatz der Dekolonisierung im Sinne des Feminismus. Ich komme ja auf das Bass. Eine kurze Geschichte dazu. Meine Familie ist auch ein Beispiel für diesen Krieg. 2014 wurde das Dorf von meiner Oma besetzt. Ich konnte sie besuchen, aber ich habe verstanden, diese Gegend haben wir verloren. Meine Oma lebte seit 2016 in der Stadt Kostjantynivka. Das sind 30 Kilometer von Bachmut. Dort lebten meine Eltern, meine Mutter, mein Vater. Sie hatten ein kleines Haus, einen Garten, und letztes Jahr im April haben sie Bachmut verlassen und sie leben in Kiew seit einem Jahr. Das ist, wie der Krieg Familien beeinflusst. Man kann nicht im eigenen Haus leben, man muss flüchten, dank Waffenlieferungen. Und wir stehen weiterhin dafür, ist der Himmel über Kiew meistens geschützt, nicht immer. Aber es gab ja jetzt auch Alarm, aber ich wusste, die Stadt ist geschützt. Meine Eltern sind mehr oder weniger in Sicherheit. Natürlich bezieht sich das nicht auf alle Städte, aber hier ist die Verbindung. Waffenlieferungen und Sicherheit meiner Familie jetzt. Das ist diese direkte Verbindung. Und hat auch Verbindung damit, ob meine Eltern auch zurückkehren könnten. Vor kurzem war meine Mutter in Kostjantynivka. Sie wollte zurück, sie wollte ihre Tassen holen, ihre Decken holen, ihren Mixer holen. Also die Leute in der Ukraine werden das verstehen. Sie sagte mir, das Haus steht, das Haus ist noch heil, aber man kann dort nicht leben, weil
Die Stadt ist einfach fast vollständig zerstört. Wir müssen jetzt schon darüber sprechen, wo kommen die Menschen zurück? Später. Sind Sie einbezogen in diese Gespräche über den Wiederaufbau? Sind Bedürfnisse von Frauen in Betracht gezogen, was Schulen betrifft oder von den Kindern, Kindergärten und so weiter? Das muss einfach parallel passieren. Die Zivilgesellschaft soll eine Schlüsselrolle spielen. Feministische Außenpolitik schließt ein, auch Finanzierung von solchen Fragen. Aber oft geht Finanzierung für große Organisationen, für internationale Strukturen. Und die Leute vor Ort bekommen ganz wenig davon. Das heißt, diese Balance muss einfach anders aussehen. Direkte Unterstützung vor Ort, der Zivilgesellschaft vor Ort, ist ausschlaggebend. Das ist der Beitrag in den feministischen Sieg, von dem Sie gesprochen haben. Danke. Ja, vielleicht zwei Punkte. Das eine war das Stichwort Abnutzungskrieg, was hier genannt wurde. Also es ist eher so, dass wir uns in unserer Arbeit damit beschäftigen, was heißt das eigentlich für unsere Arbeit, was heißt das für die Zivilgesellschaft, wenn dieser Krieg noch lange andauert. Und ich glaube, dass es mag richtig sein, dass wir hier von Wiederaufbaukonferenzen reden, aber wir müssen auch uns mit dieser Frage auseinandersetzen, was heißt das eigentlich? Und das liegt nicht in der Entscheidungsmacht der deutschen Regierung, wahrscheinlich sogar unabhängig davon, ob die deutsche Regierung welche Waffen weiterliefert. Dieser Krieg wird aller Wahrscheinlichkeit noch eine Weile dauern. Das ist keine Nachricht, die man gut gerne hört, aber mit der wir uns durchaus beschäftigen. Was heißt das für unsere Friedensarbeit? Was heißt das auch für die Förderung weiter? Und was heißt das vielleicht auch neben Waffenlieferungen für das, was eine Bundesregierung trotzdem auch diplomatisch tun kann? Das wäre schon meine Erwartung. Nicht Verhandlungen für die Ukraine führen, aber Verhandlungen für die Ukraine möglich machen. Ich weiß nicht, was da passiert. Es ist auch gut und richtig, dass das nicht öffentlich ist. Aber ich wünsche mir als Teil von feministischer Außenpolitik, dass alles getan wird, um das möglich zu machen, dass man sich darauf vorbereitet. Gibt es auch von erfahrenen Diplomaten aus anderen Konflikten Empfehlungen, dass das nicht vom Himmel fällt, eine Verhandlungslösung. Das wäre mein einer Appell. Und das andere in Richtung Wiederaufbau und Einbeziehung von Frauen. Ich hoffe und wünsche mir, dass die feministische Außenpolitik auch noch ein Stück weit mehr Mentalitätswandel in der Bundesregierung dabei voranbringt, wie man wirklich lokale Initiativen fördert. Also ich sage mal, die Risiken, die wir bereit sind, militärisch was Geld ausgeben einzugehen, wo dann Geld vielleicht mal was bewirkt und mal nicht, die wünsche ich mir viel mehr, dass sie irgendwie sozusagen eingegangen werden, auch mal, wenn wir sagen, wir fördern lokale Zivilgesellschaft in fragilen, in schwierigen Kontexten und da kann nicht jeder Postbeleg vorgelegt werden innerhalb von 4 Wochen und zum Teil ist das noch Realität. Das ist auch was, wo wir als Stiftung natürlich sehr interessiert sind und auch dran sind, eben für solche Kontexte brutaler Angriffskrieg, aber auch für andere Konflikte adäquate Methoden und Zugänge zu finden, um die Leute nicht mit Bürokratie zu erschlagen, sondern wirklich unbürokratisch und schnell zu helfen. Frau Sofsson, Sie haben das letzte Wort. Vielen Dank. Ich kann nicht auf alles reagieren, aber ein paar Sachen muss ich sagen, weil das hat mich schon auch berührt. Die Frage von der Journalistin und Politologin, die sagte, dass feministische Außenpolitik diesen Krieg nicht unterstützen. Was soll sie dann unterstützen oder vorschlagen? Als die ukrainische Armee Region Kiew befreit hat, haben wir Dutzende Frauen gefunden, die vergewaltigt wurden von russischen Soldaten. Das passiert jetzt in anderen besetzten Gebieten. Wir hören das von dort. Die Politik der russischen Armee hat sich nicht geändert, auch in Bezug auf die Frauen in besetzten Gebieten. Wenn jemand sagt, die feministische Außenpolitik soll diesen Zermürbungskrieg nicht unterstützen, sagt, man soll Status quo so lassen, wie es ist. Das sind dann Entführungen, das sind Familien, die getrennt werden, das sind Vergewaltigungen und so weiter. Ich glaube nicht, dass das Prinzipien von einer feministischen Außenpolitik sein könnten.
man kann die Verantwortung nicht zwischen dem Aggressor und dem Opfer aufteilen. Das wird abgestritten von Feministinnen. Und wir kämpfen nicht, weil wir wollen. Mein Mann ist schon seit anderthalb Jahren an der Front. Ich kann an einer Hand zählen, wie oft ich ihn gesehen habe. Ich will diesen Krieg nicht. Aber alternativ ist, dass die russische Welt zu uns kommt. Die russische Welt, die Frauen hasst, deutsche Feministinnen, LGBTK+. Bitte, Leute im Raum, versteht es. Wir kämpfen nicht, weil wir das wollen. Wir wurden angegriffen, wir verteidigen uns, weil wir angegriffen wurden. Und wir machen das, bis wir genug Kraft haben. Und danach sprechen wir vom Sieg. Und dieser Sieg soll auf feministischen Prinzipien basieren. Und diese Prinzipien sind Aufmerksamkeit, Respekt zu jeder Position. Ich bin bereit, daran zu arbeiten, dass wir diese Prinzipien einführen. Aber als erstes müssen wir den russischen Soldaten aus unserem Territorium rauswerfen und stoppen die Gewalt. Danke. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diese eindrücklichen Worte. Auch nochmal vielen Dank für die Diskussion. Wir müssen auf jeden Fall weiter diskutieren. Ich glaube, das ist klar geworden. Ich möchte gerne gleich an unsere Vorständin Imme Scholz übergeben für ein paar Schlussworte, aber vorher euch nochmal ganz herzlich danken, dem Publikum danken, hier im Saal, online, und natürlich ganz viel Dank an unsere DolmetscherInnen, an unsere KollegInnen in der Technik und damit übergebe ich an Imme. Ja, vielen Dank, Leila. Und ich schließe mich diesen Dankesworten an, an die Panelistinnen, auch an die wunderbare Vorstellung oder Einführung in die Ausstellung draußen von Johannes und seinen GesprächspartnerInnen. Ja, was sehen wir? Das war die Frage, die wir uns hier am Anfang gestellt haben. Was sehen wir, wenn wir den Krieg in der Ukraine aus feministischer Perspektive betrachten? Ich glaube, was ich mitnehme von heute ist, dass das Konzept der feministischen Außenpolitik uns hilft, die Grausamkeit des Krieges zu sehen, auch die Eigendynamik von solchen Kriegen. Aber es hilft uns vor allem zu verstehen, dass nämlich, dass es um Menschen als Subjekte geht, um Frauen, um LGBTIQ, auch Männer, Kinder, die sich selbst verteidigen, die selbstbestimmt leben wollen, dafür kämpfen und für einen feministischen Frieden. Das finde ich eine sehr schöne Perspektive. Das, was am Schluss stehen soll. Ich habe heute auf dem Weg hierher nach Berlin mir die nationale Sicherheitsstrategie angeguckt. Die ist ja relativ neu noch. Und mich gefragt, wo kommt da der Feminismus vor? Und da habe ich eine sehr wichtige Sache gefunden. Da steht, Deutschland will sich in den Vereinten Nationen einsetzen für eine Konvention für die Rechte von lesbischen, schwulen, bi-, trans- und intersexuellen Menschen. Und ich denke, dass diese Konvention die Chance gibt, über die Situation von diesen Menschen im Krieg, die Nichtdiskriminierung von diesen Menschen im Krieg, aber auch die Beteiligung in der Situation des Aufbaus eines Friedens, des Wiederaufbaus, das da auch zu thematisieren. Ich glaube, dieser Krieg lehrt uns das und zeigt, wie wichtig dieses Projekt der Konvention ist und eine Chance auch für das Lernen aus der Geschichte, was du angesprochen hast, Walter, auch bietet. Und eben den Wiederaufbau, genau. Daran wird sich bewähren müssen, dieser Sieg, der hoffentlich kommt, und auch der Einsatz und die Unterstützung, die Deutschland und die anderen westlichen Länder da liefern wollen. Da muss es zu einer anderen Qualität kommen. Ich glaube, viele hier stehen dafür. Ich finde das wunderbar, dass die Stiftung uns ermöglicht hat, von Ihnen und euch das zu hören. Vielen Dank dafür. Einen guten Abend allen, die auch bis jetzt online dabei waren. Wir schließen jetzt diesen Teil ab
und gucken uns noch diesen kurzen Film an. Vielen Dank. Danke, Imme. Und ich möchte natürlich auch dem Referenten.